Hallo Leute, ich bin's, der Tim von den Tech-Profis und es sind ein paar Anfragen gekommen, welche Apps absolut notwendig sind, wenn man einen Mac hat. Und das trifft sich wunderbar, denn ich habe meinen Mac ja, wie bereits angesprochen, am Wochenende frisch gemacht. Das heißt, die allerwichtigsten Apps habe ich jetzt auch schon drauf. Viele Apps, die extrem wichtig sind, bekommt man sofort mit der Installation schon mitgeliefert. Die da wären Mail, Safari, iChat, iCal, iTunes, ja, Time Machine, gut für alle, die es nicht kennen, nicht benutzen, nicht wollen. Ist auch eine praktische Angelegenheit, wenn man seine Backups vernünftig sichern will. Und es sieht auch immer ganz nett aus, wenn man dann mal durch das Universum surft und sich Daten wiederherstellt. Meine Programme. Angefangen mit Adium. Das ist ein ICQ-Chat-Client. Und man kann auch noch andere Chat-Clients damit füttern. Ich benutze es nur für ICQ. Ist das einfachste. Und im Vergleich zu iChat, wo man ja auch ICQ-Leute reinschieben kann, wenn man einen AIM-Account hat. Aber da gibt es halt so einen gewissen Schriftbug, würde ich ihn mal nennen. Das heißt, die Leute, die er dann anschreibt, die bekommen ganz komische Zeichen und Ziffern zugesendet und nicht im entferntesten Sinne das, was ihr in Wirklichkeit geschrieben habt. Deshalb iChat schön für die Mac-User und um mit denen Webcam oder Bildschirmfreigabe oder sowas zu machen. Adium für die ICQ-Nutzer. Dann haben wir Adobe, Photoshop, CS4. Beste Programm, um Bilder zu bearbeiten. Habt ihr ja auch schon ein paar Speedpaintings von mir gesehen. Absolut notwendig. Damit kann man wirklich alles machen in dem Bereich der Bildbearbeitung. Adressbuch benutze ich jetzt so gut wie gar nicht. Wenn ich irgendwann mal mir ein iPhone zulegen sollte, werde ich natürlich da ordentlich haushalten und mal sehen, dass ich auch meine ganzen Freunde, Bekannte, Verwandte und so weiter da einfügen werde. Dann haben wir den App Cleaner. Das ist ein extrem gutes Programm, was ich euch jetzt mal kurz zeige. Und zwar kann man mit dem App Cleaner Programme, die man normalerweise einfach in den Papierkorb geschoben hätte, vernünftig deinstallieren. So komisch das auch klingt, dass man dafür eine App braucht, das braucht man bei Windows natürlich nicht. Ich weiß, da geht man einfach auf die Softwareliste und klickt da drauf, deinstallieren. Und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ja, eigentlich funktioniert es schon, aber es gibt halt auch Programme, die lassen sich da nicht so ohne weiteres deinstallieren oder nicht vollständig deinstallieren. Naja, hier geht es anders. Und zwar kann man dann die Anwendungen zum Beispiel oder auch Widgets oder auch andere Sachen, wo ich besser nicht drauf gehen würde an eurer Stelle. Die sind so komische. Naja, das sieht etwas komplizierter aus. Da geht es dann richtig in die Materie, in die Mac-Materie. Hier könnt ihr euch die Programme, die ihr gerade schon gesehen habt, rauspicken und deinstallieren. Zum Beispiel klickt dann auf Suchen und dann kann man hier auf Löschen drücken. Wenn die Dateien geschützt sind, wie man gerade gesehen hat, dann funktioniert es natürlich nicht. Nächstes Programm wäre dann das Beta Touch Tool. Was ich natürlich benutze mit der Magic Mouse, haben wir ja auch schon ein Review darüber gemacht. Damit kann man andere Multitouch-Gesten hinzufügen. Auch für das Trackpad, richtig cooles Programm. Muss man nicht unbedingt haben. Jens hat es, glaube ich, jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber ich habe es mir wieder drauf installiert, weil ich es einfach cool finde, meine Maus auch mit drei Fingern zu bedienen. Cinch, das ist das Programm, was ich euch auch schon vorgestellt habe. Damit kann man Fenster größer und kleiner machen. Das ist super praktisch. Dazu kann man zum Beispiel sich einfach mal den Safari nehmen und kann ihn dann an die rechte Seite ziehen und sieht, wie bei Windows 7 kann man damit die Fenster super managen und auch Vollbild und so weiter. Das geht damit wunderbar. Cinch ist wirklich absolut notwendig, wenn man seine Fenster vernünftig sortieren will. Ja gut, das Dashboard kennt jeder. Da habe ich jetzt noch nichts drauf. Kann ich ja mal drücken. Ja, ihr seht, total ungeordnet. Naja, Programme. Ganz witzig ist auch DJ, habe ich jetzt hier als Testversion. Das ist so ein ganz einfacher, na, wie soll man sagen, so ein Mixprogramm, ne, wo man ein bisschen Musik ineinander mixen kann. Kann man sich als kostenlose Testversion runterladen und dann ein bisschen seine Lieder, die man in iTunes hat, hin und her spielen. ITV habe ich euch auch schon präsentiert. Das ist die Fernsehsoftware für meinen Elgato-Stick.
mit dem ich DVB-T gucken kann. Die Software gehört natürlich drauf, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und dann kommen wir zu der ganzen Mac-Kategorie hier. Dazu gehört GarageBand, iDVD, iMovie, iPhoto und so weiter, iWeb. Die Programme müssen natürlich drauf, das ist das iLife-Paket. Und besonders GarageBand ist ein sehr, sehr cooles Programm, was der Jens euch auch bestimmt noch vorstellen wird, weil man damit einfach super krass viele verschiedene Songs loopen kann und man kann selbst als Laie da wirklich ganz witzige Lieder machen. Dann wären wir, ja, iTunes, habe ich ja schon gesagt, wird mitgeliefert. iWork, das ist wichtig, wenn man Texte, Präsentationen oder auch die sogenannten Excel-Tabellen öffnen, bearbeiten, erstellen möchte. Eine ganz wichtige Geschichte. Ohne das kann man nicht vernünftig arbeiten. Also iWork ist wirklich, das ist quasi das Office-Paket von Windows und das findet man in jeder Firma auf jedem Windows-Computer. Das gehört natürlich auch auf einen Mac. Ja, und dann kommen wir noch zu so ein paar anderen Geschichten. Wer es nicht kennt, den JDownloader. Damit kann man zum Beispiel YouTube-Videos runterladen oder einfach irgendwelche Download-Links reinpacken. Das ist ein ziemlich gutes Programm. Gibt es natürlich auch für den Windows-Computer, meine ich. Aber für den Mac ist das auch ganz witzig und auch besonders praktisch. Dann haben wir Parallels. Parallels habe ich jetzt hier schon mal gestartet. Das ist ein absolut geniales Programm. Damit kann man nämlich dann seine Bootcamp-Partition wunderbar parallel zu dem, was man parallel zum. Oh, hier starten wir nochmal. Enter. Und zwar kann man mit Parallels Windows auf dem Mac parallel zum Mac-Betrieb laufen lassen. So kompliziert das auch klingen mag. Also man installiert zum Beispiel auf Bootcamp oder halt auch auf die normale Festplatte. Bootcamp bietet sich an, weil man dann eine getrennte Partition hat. Das Ganze funktioniert über ein Programm, das Bootcamp heißt, in den Dienstprogrammen. Und das habe ich irgendwann mal gemacht, habe ich mir mal so eine 30 GB-Partition, glaube ich, erstellt und habe dann Windows 7 drauf gespielt. Und mit Parallels Desktop ist natürlich keine kostenlose Version, muss man sich kaufen. Kostet, glaube ich, um die 60 € ungefähr. Und naja, als Student kriegt man noch Rabatte. Und das ist ein richtig super Programm. Damit kann man dann mal eben irgendwelche Daten hin und her schieben oder auch wenn man irgendwas auf der Windows-Partition hat, drauf zugreifen, mal kurz in Word gehen oder sowas. Also es ist ein richtig super Programm. Naja, erzähle ich auch noch mehr, wenn wir dann mal in die Richtung kommen. Was ist denn besser am Mac als am PC? Das hier ist eins davon, weil man einfach den PC sich auf den Mac holen kann. Und umgekehrt funktioniert es halt nicht. Ganz entscheidendes Programm. So, was habe ich noch im Angebot? Fotobooth, wer es nicht kennt, damit kann man kleine Videos drehen mit der integrierten iSight-Kamera. QuickTime Player ist natürlich auch ganz interessant. Da kann man sich noch Codecs für runterladen. Dann kann man noch ein paar mehr Videoformate sehen damit. Den Rechner benutze ich jetzt nicht. Die Schriftsammlung ist auch gut. ScreenFlow seht ihr unten. Damit nehmen wir alle Videos auf. Das ist das Herzstück unseres Channels, unserer Arbeit. Und zwar ist ScreenFlow, da müssen wir auch nochmal ein gesondertes Video zu machen. ScreenFlow ist ein Programm, mit dem man sowohl über die iSight als auch über das Mikrofon als auch den Bildschirm aufnehmen kann. Und dann hat man noch die Möglichkeit, die Videos und Audiospuren wunderbar miteinander zu mixen und ein paar Effekte einzufügen. Das ist wirklich ein richtig gutes Programm. Kostet allerdings auch. Dann habe ich hier noch Twitterific. Da haben wir euch ja einen Code verlost. Da gab es drei Gewinner für unsere Twitterific Clients und mit diesem Programm kann man halt
relativ stark Twitter verfolgen und muss nicht andauernd auf die Internetseite. Es gibt natürlich auch noch andere Clients und wie ihr hier seht, wunderbar, alle Leute, die man verfolgt unter Twitter und dann wird das ganz kurz eingeblendet und ist einfach nur richtig stark. Also so viel zu meinen Apps. Ich hoffe, es gefällt euch. Vielleicht habt ihr ein paar nützliche Informationen entnehmen können. Hoffe, ihr findet das gut, dass ich das jetzt mal gemacht habe. Naja, 2, ja. 1, los. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Apps etwas genauer präsentiert haben möchtet, dann schreibt doch einfach eine PM. Und ja, das war's soweit von mir. Ich bin der Tim von den Tech-Profis und jetzt bin ich raus. Sehr cool.